Hallo, willkommen bei Panorama. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute begeben wir uns in die Wiener Unterwelt der 1960er Jahre. Es wird also spannend. Damals regierte auf Wiens Straßen eine heute kaum mehr vorstellbare Brutalität. Messerstechereien und Schießereien zwischen kriminellen Banden waren gang und gäbe. Meist ging es dabei um die Vorherrschaft beim illegalen Glücksspiel Stoß, einem damals sehr bekannten Kartenspiel. Dabei, Sabata! Raus! Was ist los? Raus! Die Überfälle auf die Schmuggeltransporte in den ersten Nachkriegsjahren gehörten zu den ersten großen Aktionen der Wiener Unterwelt. Die Leute haben sich damals ihr Kapital verschafft, dadurch, dass sie die Transporte beraubt haben. Transporte, die der Bandenchef Benno Blum nach Wien gebracht hat. Diese Schmuggelfahrten gingen mit Unterstützung der Besatzungsmacht vor sich. Einige Offiziere haben mitgewirkt. Benno Blum ist später vom CIC dafür erschossen worden, in Wien in Otterkring. Zu den Begleitern damals dieser Transporte gehörte ein Mann, dessen Name seither nicht mehr aus den Zeitungen verschwindet. Er steht im Zusammenhang mit der Geschichte und mit der Entwicklung der Wiener Unterwelt. Es ist der Unterweltboss Josef Krister. Josef Krister, geboren am 17.12.1922. Nach dem Krieg vorübergehend in der Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart interniert. Seine Unterweltskarriere begann er als Stoßpolizist bei der Klaus-Bande. Krister und andere Gewalttäter verhalfen dem damaligen König des Wiener Stoßspiels, dem deutschen Klaus, dessen wahrer Name Karl Mzig ist, zu einer oft angefochtenen Monopolstellung in vielen Wiener Hasardcafés. Josef Angerler, der Gschwinde, kämpfte damals noch Schulter an Schulter mit Josef Krister. Er zog und schoss meist geschwinder als andere. Doch er blieb immer im Schatten Kristers, der allmählich zur zentralen Figur der Wiener Unterwelt wurde. Wenn man die Geschichte der Wiener Unterwelt in den letzten Jahren verfolgt, so hat es den Anschein, als ob auch die Wiener Unterwelt eine typisch wienerische Eigenschaft hätte. Nämlich, sie lebt doch im Kaffeehaus. Wenn früher Wien für seine Literatencafés berühmt war, so ist es doch nach dem Krieg für seine Verbrechercafés irgendwie berüchtigt geworden. Ne? Ja, Sie dürfen doch nicht vergessen, dass diese sogenannte Unterwelt eigentlich aus den Hasardspielern, aus ihren Bankhaltern und aus ihren gewalttätigen Stoßpolizisten hervorgegangen ist. Wenn es da immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen ist, dann ist es zumeist um die Vorherrschaft beim Stoßspiel gegangen. Im Wiener Sicherheitsbüro wird die Bekämpfung des Verbrechertums zentral geführt. Der Chef dieses Büros ist Hofrat Dr. Franz Heger, als Wiens Mordspezialist Nummer 1 bekannt. Aber wenn nun von der Wiener Unterwelt immer wieder die Rede ist und geschrieben wird, und was sind denn das für Leute? Das Merkwürdige ist das, dass der Anhang der Unterwelt, die Zuhälter, die Prostituierten und die Stoßspieler zum Beispiel, dass die bei uns eigentlich jetzt das Gerippe der derzeitigen Unterwelt bilden. Es ist keine echte Unterwelt. Ja. Von den Berufsverbrechern, die Wohnungsverbrechern, die Banden bilden, ist zu befürchten, dass sie auch Gewalt anwenden. Und zwar gegen jeden, der ihnen gegentritt, sei es ein Polizist oder sei es ein Wohnungsinhaber und so weiter. Ja. Während von der anderen Gruppe, ja, dem Anhang, den, ja, Prostituierten, Anhängern, Zuhältern und den, ja, Stoßspielern, ja, die Gefahr untereinander besteht, dass sie gegenseitig aus, ja. Im Jahr 1968 erreichte dieses gegenseitige Ausrotten einen noch nie dagewesenen Höhepunkt. Noch nie wurde die unterirdische Auseinandersetzung derart blutig ausgefochten. Es war ein böses Omen, dass gerade zur Jahreswende eine Schießerei in Meidling das erste Todesopfer forderte. Der Silvester hatte eben begonnen, als in der Erlgasse Schüsse krachten. Keine Böller. Oswald Stanker, ein Otterkringer Stoßchef, wollte die Schmutzerbande in ihrem Stammlokal überfallen, blieb aber selbst auf der Strecke.
Die Polizei fand am Tatort Blutspuren, Hülsen und einige Zeugen. Von den Akteuren war keiner mehr zu sehen. Zwei Verletzte hatten die anderen Bandenmitglieder ins Unfallspital eingeliefert. Den toten Stanker brachten sie mit einem Auto zum Franz-Josefs-Spital und legten ihn auf den Gehsteig. Dieser Stanker hatte eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Seine Lehrjahre verlebte er in der Hamburger Unterwelt als Zuhälter und Rauschgifthändler. In Wien wollte er sich zum großen Hasardboss hinaufarbeiten. Schüsse und ein Sarg standen am Ende dieser Unterweltslaufbahn. Sein Tod wurde den Brüdern Alois und Norbert Schmutzer, den sogenannten Schmutzerwurm, angelastet, aber nicht nachgewiesen. Doch Norbert Schmutzer selbst sollte Stanker bald nachfolgen. Am 18. August war es innerhalb seiner Bande zum Streit gekommen. In der Kaiserstraße ereilte ihn vor einem Lokal sein Schicksal. Noch glaubte man, dass es die Rache für die Erschießung Stankers sei. Norbert Schmutzer galt als stark und brutal. Eine Waffe lehnte er ab. Damit war er seinem schießenden Gegner fast wehrlos ausgeliefert. Mit ihm war wieder ein Gangster der jüngeren Generation ausgeschaltet worden. Wiederum war in dieser Nacht ein Angeschossener von Unbekannten in ein Spital gebracht worden, der nicht sagen wollte, wie er zu der Verletzung gekommen war. Die Vermutung, es könnte sich um Rache für Stanker gehandelt haben, bestätigte sich nicht. Als Täter wurde Schmutzers eigener Vasall, Johann Pokorny, ausgeforscht und verhaftet. Am 9. Mai des Vorjahres bebten die Grundmauern der Unterwelt, als Christa und Angerla im Café Kolonitz ihre entscheidende Auseinandersetzung hatten. In dieses Café hatte Angerla, der Geschwinde, Christa bestellt. Doch diesmal war Christa geschwinder. Die Rettung hatte Hochbetrieb. Der 23-jährigen Hermine Wittlaschek konnte sie nicht mehr helfen. Christa hatte sie im Feuergefecht erschossen. Auch Angerla hatte sein Teil abbekommen. Rückenschuss. Er hatte sich aber zur Wehr gesetzt, ehe ihn Christa kampfunfähig geschossen hatte. Die Tote war die Freundin von Angerlas Sohn. Nicht nur der Geschwinde war erledigt. Christa hatte einen Beinschuss davongetragen und im Spital musste man ihm das rechte Bein bis zum Oberschenkel abnehmen. Die Feuerwehr entfernte die letzten Spuren. Die Großen der Wiener Unterwelt sind dahin. Josef Pecher lebt friedlich wie ein Pensionist. Ein Spielchen in Ehren ab und zu, aber nicht mehr. Karl Mzig, einst Chef der Klaus-Bande, lebt in Düsseldorf. Josef Angerla ist verletzt. Josef Christa ein Krüppel. Während die Nachwuchsgrößen Stanker und Schmutzer erschossen wurden. Der sogenannte Notwehrchrister war übrigens auch das berüchtigte Vorbild für David Schalkos Roman Schwere Knochen. In den blutigen Auseinandersetzungen von damals spielte auch Prostitution eine große Rolle. Die Magazinsendung Horizonte hat sich 1968 im Rotlichtmilieu umgesehen. Mit einem Schuss protestierte die unter dem Spitznamen Revolver Christel in die Wiener Kriminalgeschichte eingegangene Prostituierte Christine Oplustil in diesem Lokal in der Wiener Leopoldstadt gegen ihren Zuhälter. Die Affären rund um die Zuhälter und der Krieg zwischen den Beschützern wurde gerade in den letzten Wochen stark bereichert. Eine Mini-Unterwelt bemüht sich, durch ihre Scharmützel auf ihre Art Wien ein großstädtisches Gepräge zu geben. Die meisten Zuhälteraffären weist die Wiener Leopoldstadt auf. Polizeistadthauptmann Dr. Jelinek ist daher Experte auf diesem Gebiet. Blutige Zuhälterfäden gibt es sicher mehr, als die Polizei weiß. Ihre Ursachen liegen einerseits in der Brutalität dieser Kreise, Meinungsverschiedenheiten auszutragen, andererseits in dem Bestreben, vor allem vor einschlägigem Publikum, Ansehen zu gewinnen und damit die Verdienstmöglichkeit zu erhöhen. Wenn man die Betroffenen selbst fragt, so tun sie so, als ob sie das schlimme Wort Zuhälter gerade noch vom Hörensagen her kennen. Erkundigen wir uns.
Haben Sie einen Freund, der Sie beschützt? Nein. Nein, den habe ich nicht. Nein. Und doch gibt es sie, die Beschützer, Erpresser und häufig genug die einzigen Gefährten der Gunstgewerblerinnen. Das Verlangen nach einer Surrogatlösung für normale menschliche Beziehungen darf hier nicht unerwähnt bleiben und spielt sicherlich auch eine ausschlaggebende Rolle. Solange es Frauen gibt, die auf der Straße ihren spärlichen Sex verkaufen, solange wird es ihre widerwärtigen und gewalttätigen Begleiter geben, die ihnen nach jeder Kundschaft das Geld wegnehmen und bereit sind, gegen Widerspenstige mit Brutalität vorzugehen. Daher wird kaum eine reich, trotz des guten und steuerfreien Verdienstes. Wie hoch ist denn eigentlich Ihr monatliches Einkommen? Ja, 7.000 bis 8.000 im Monat. Ein Durchschnitt von 5.000 Schilling. So wie die Zeiten jetzt sind, 6.000 bis 8.000 Schilling im Monat. Im Prater sind die Nächte lang. Nicht viel besser sind ihre motorisierten Galants, die zwischen Volant und Kofferraum ihr kostenloses Chambre separé auf Rädern gleich mitbringen, um sich die Kosten für ein Hotel zu ersparen. Die primitivsten hygienischen Voraussetzungen fehlen. Da nützen auch die polizeilichen Hotelkontrollen nicht viel, um die steigenden Zahlen der Geschlechtskrankheiten zu senken. Polizeikontrolle. Es ist alarmierend, dass im letzten Jahr gerade unter den kontrollierten Halbweltdamen die Zahl der Erkrankten trotz ständiger ärztlicher Untersuchungen angestiegen ist, während die Fälle von Geschlechtskrankheiten bei den Geheimprostituierten zurückgegangen sind. 1966 wurden bei den Kontrollierten 143 Erkrankungen festgestellt. Im vergangenen Jahr waren es 196. Bei den aufgegriffenen Geheimen ging die Zahl von 317 auf 288 zurück. Zuhälter, Krankheiten und Schwierigkeiten mit Behörden, von ihren gesellschaftlichen Nachteilen gar nicht zu reden. Warum haben die Frauen das auf sich genommen? Ich war früher Hilfsarbeiterin, nachher habe ich das Gewerbe als Servierin aufgenommen und dann habe ich von meiner geschiedenen Gattin 142.000 Schilling Schulden übernommen. Eines schönen Tages habe ich jemanden kennengelernt, der mir angetragen hat, ich könnte diese ganzen 142.000 Schilling Schulden durch ganz kurze Zeit irgendwie abzahlen, durch ein gewisses Gewerbe. Und das habe ich dann angenommen. Ich bin dann später draufgekommen, dass ich irgendwie ein Zuhälter war. Und dass der nur von mir irgendwie profitieren wollte. Und ich habe dann zum Schluss gedacht, also das, was der von mir verlangt, das kann ich selber auch machen. Und das, was ich ihm abliefern muss, von dem kann ich selber auch leben. Ich war früher Fabriksarbeiterin und habe es hauptsächlich wegen finanzieller Schwierigkeiten gewählt. Also das mit den Bordellen ist nicht gut, weil da machen wir ja kein Geschäft mehr. Und das, was da in den Zeitungen steht über uns, also das stimmt auch nicht, weil das Geld, was die kriegen und verdienen, ja, das legen wir einer ja an und da wird einer gekauft, der Gewand und der Wisch und der Friseur kostet ja auch Geld, ne? Und leben müssen sie auch von was. Also man, das muss man schon einrechnen da, ne? Das also sind sie, die Zuhälter und ihre Damen. Keiner will sie in seinem Bezirk dulden. Und doch, solange es Kunden für sie gibt, wird es die Liebesdienerinnen geben, ob in Häusern oder auf der Straße. Die Schatten des Zweiten Weltkrieges äußerten sich nicht nur in der organisierten Kriminalität. Auch innerhalb von scheinbar normalen Familien gab es schlimme Verwerfungen, die immer wieder in aufsehenerregenden Bluttaten eskalierten. 1966 erschütterte zum Beispiel eine Mordserie Österreich, die nur von Teenagern begangen worden war. Was war damals los mit Österreichs Jugendlichen? Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek analysierte die brennenden Probleme der Nachkriegsjugend im Roman Die Ausschen. Wurde in Wien begraben. Andere Menschen plötzlich und unerwartet ihr Leben verloren, nur weil einige Halbwüchsige die Wut, der Jähzorn, die Rachsucht, die sexuelle Gier oder einfach die Langeweile plagte. Ein 17-Jähriger rottete seine Familie, Vater, Mutter und Bruder aus. Ein 15-Jähriger erwürgte zwei Schulmädchen. Ein 16-Jähriger mordete Großmutter,
Mutter und Stiefvater. Und der hier zu Grabe getragen wird, starb durch die Hand eines 15-Jährigen. Auf dem Schuldkonto jugendlicher Verbrecher stehen in den letzten 9 Monaten nicht nur diese 9 Morde. Mehr als 10.000 Menschen wurden in diesem Dreivierteljahr von Jugendlichen, oft halben Kindern noch, überfallen, bestohlen, beraubt, betrogen, erpresst, bedroht, verleumdet oder verletzt. Mehr als 200 Mädchen geschändet oder vergewaltigt. Täglich werden in Österreich fast 30 Jugendliche verurteilt. Was sind die Ursachen, die unsere Kinder schuldig werden lassen? Die Hauptursache, dass Jugendliche straffällig werden, ist vernachlässigte Erziehung. Die Eltern müssten sich auf ihre Pflicht mehr besinnen, die Jugendlichen zu erziehen. In den meisten Urteilen des Jugendgerichtshofes wird ausgesprochen, dass vernachlässigte Erziehung Hauptursache der Straffälligkeit ist. Es wäre oft angezeigt, den Eltern die Hälfte der Strafe aufzuerlegen, die die Jugendlichen zu verbüßen haben. Wenn ein Jugendlicher straffällig geworden ist, wird in den meisten Fällen als erste Maßnahme des Gerichtes die Einweisung in eine Erziehungsanstalt ausgesprochen. Meiner Meinung nach müssten die Erziehungsanstalten das fehlende Elternhaus ersetzen, dürften keinesfalls den Charakter eines Zuchthauses oder einer Strafanstalt haben. Derzeit müssen in Österreich 90 männliche und 10 weibliche Jugendliche Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr verbüßen. Für die Burschen besteht dafür in der Strafanstalt Graz-Karlau eine eigene Jugendabteilung. Dies hier sind die ersten Filmaufnahmen, die in der Jugendstrafanstalt gemacht werden durften. Sie sollen mithelfen, die Frage zu beantworten, was hinter Gittern geschieht, um jugendliche Verbrecher wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Der Strafvollzug an Jugendlichen ist jedenfalls in einem noch viel größeren Maße als bei Erwachsenen Verurteilten der Erziehung und Besserung gewidmet. Deshalb gleicht die Jugendstrafanstalt eher einer Lehrwerkstatt und Schule als einem Gefängnis. Die Berufswahl ist allerdings beschränkt. Der jugendliche Häftling kann das Handwerk eines Schneiders, Tischlers oder Schuhmachers erlernen. Der Arresttag ist mit Sport, Schulunterricht und Arbeit ausgefüllt. Nicht nur Richter, Anwälte, Psychiater und Pädagogen suchen einen Großteil der Schuld dafür, dass Jugendliche hinter Gitter müssen, im Elternhaus, sondern auch die jungen Häftlinge selbst. So klagt einer von ihnen, der mit 16 Jahren zum Taxiräuber wurde. Ja, um mich hat sich keiner gekümmert. Mein Vater hat immer Streit gegeben, er hat getrunken, das Geschäft ist runtergegangen. Es ist dann losgegangen. Ich bin ausgeflogen, Freund, Freundinnen, Kaffeehäuser, Schulden gemacht. Ja, die Mutter hat mir zwar ein paar Mal ausgeholfen, aber ich meine, das hat auch nichts genutzt. Ne? Es sind immer größer geworden, die Schulden, und dann habe ich es gemacht. Ne? Die bange Frage, ob uns die Jugendkriminalität über den Kopf zu wachsen beginnt, wird trotz der Kette von Blutverbrechen der letzten Zeit von der Statistik verneint. Nicht hinter jeder Lederweste steckt ein Gangster und nicht unter jeder langen Haarmähne werden Verbrecherpläne geschmiedet. Die Jugendkriminalitätswelle hat 1959 ihren Höhepunkt überschritten. Seither ist die Tendenz rückläufig. Wir sind im europäischen Raum mit dieser Entwicklung fast eine glückliche Insel. Wir haben seit 1945 16 jugendliche Kapitalverbrecher, worunter ich Mörder und mehrfache Mörder verstehe, entlassen nach Abschluss unserer Resozialisierungsarbeit. Und wir können mit Stolz sagen, dass sämtliche 16 nicht mehr in einem Gewaltdelikt rückfällig geworden sind. Während 14 sich bisher tadellos und straffrei bewährt haben, mussten wir nur bei 2 eine unwesentliche, andersartige Kriminalität feststellen. Wer Jugendliche bessern und unsere Kinder davor bewahren will, schuldig zu werden, muss bei der Erziehung der Erwachsenen beginnen. Nur dann werden wir uns Prozesse wie gegen den 17-jährigen Familienmörder oder wie hier gegen den 15-jährigen Mädchenmörder ersparen können. Bei Österreichs Jugend war in den 1960er Jahren leider auch der Umgang mit Schusswaffen populär. Der ORF musste sich daher auch mit dem Thema unerlaubter Waffenbesitz bei Jugendlichen auseinandersetzen.
trainiert. Szenen wie diese sind keine Erfindungen. Viele Leute wussten davon, aber niemand ging zur Polizei, denn niemand wollte Scherereien haben. Immer wieder meldet es der Polizeibericht, dass jugendliche Plattenbrüder irgendwo am Rand der Stadt mit scharfen Waffen Schießübungen veranstalten. Viele dieser Meldungen hat Herr Peter Müller verfasst, ein Redakteur einer Wiener Tageszeitung, der sich seit Wochen und Monaten intensiv mit dem Problem Waffenbesitz jugendlicher Personen beschäftigt und auf diesem Gebiet bereits als Experte gilt. Für die Öffentlichkeit ist die Tatsache, dass so viele junge Leute mit scharfen Waffen angetroffen werden, sicherlich im höchsten Maße erschreckend. Herr Müller, wie steht hier die Sache wirklich? Ist es wahr, dass heute jeder junge Mensch praktisch mit einer Schusswaffe in der Tasche herumläuft? Nicht gerade jeder, aber zumindest sehr viele, und auch sehr viele Erwachsene tragen Schusswaffen bei sich. Und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, der Sektionschef Dr. Seidler, hat mir versichert, dass die vielen Pistolen, die in der Öffentlichkeit herumgeistern und von der Bevölkerung gehortet werden, ein sehr großes Kopfzerbrechen bereiten. Und wenn man da eine Razzia machen würde, könnte man seine wahre Wunder erleben. Und was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Na bitte, meine Meinung ist dazu, dass eine Pistole in einem Buben überhaupt nicht haben gehört. Da war ich unlängst in einem Nachtlokal in Wien, im ersten Bezirk. Das ist mein Angang, ein älterer Herr, der hat gesagt, du Bruder, ich habe Verbindungen, viel Schießen, und wenn du einen 100er reibst, kannst du nicht haben. Na bitte, ich bin da nicht eingegangen, drauf ist ein Witz. Weil wenn bei der geringsten Gelegenheit kommen in Versuchung und machen Blödsinn damit. Das weiß ich genau, dafür fangen wir mit sowas gar nichts an. Was würden Sie zu der Frage sagen? Ja. Ich finde, das ist nur halbstark, so angeben und so, dass er auffällt und dass er sieht, dass er stark ist, wenn er so einen Krachen hat. Ne? Was würden Sie sagen? Naja, ich sage wieder so, wenn einer Pistolen hat, fühlt er sich stark. Ne? Naja. Möchten Sie eine Pistole haben? Na gut, möchten. Draufsteht, tue ich nicht auf eine Pistole, weil ich kann ja keinen umlegen. Den. Aber wenn Sie eine angeboten bekommen würden, würden Sie eine kaufen? Gut, ich würde es kaufen und jetzt wieder vertrauen. Wieder verkaufen. Und warum wieder verkaufen? Nur weil Sie nicht brauchen das. Nur zu viele treiben dann wirklich eine Pistole auf. Und am Ende steht der Einsatz der Mordkommission mit ihrem bewährten Chef, Herrn Oberpolizeirat Dr. Heger. Vielleicht ist sehr viel auch Schuld daran gewesen, dass der Zweite Weltkrieg sich eigentlich bis nach Österreich reingezogen hat. Und Waffen gebracht hat. Dass Waffen weggeworfen wurden von Leuten, die nicht mehr mittun wollten, von Zivilisten, die Angst gehabt haben, dass sie im Besitz von Waffen angetroffen werden. Und diese Waffen dann eingesammelt wurden von Erwachsenen und Jugendlichen. Und diese Waffen sind es eben, die dann uns immer wieder begegnen bei unseren Amtshandlungen. Es sind Waffen aus dieser Zeit, die dann am schwarzen Markt irgendwie in den Handel kommen. Es ist höchste Zeit, dass etwas geschieht. Sonst... Das war's auch schon wieder, diesmal mit einer furchteinflößenden Ausgabe von Panorama. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns dann wieder in alter Frische.